Hallihallo, hier ist der Kreuzer Takascha. Heute habe ich mal eine Schnipselparty für euch. 10 Anrufe, einer dümmer als der vorherige. Und man merkt an den Beleidigungen, dass die sich richtig ärgern. Wie immer geht's nach dem Intro los. Hallo? Hallo, Joy. Hallo? Heißt, Sie haben eine Anzeige hinterlassen auf unserer Webseite. Wer spricht denn da? Bitte? Wer spricht denn da? Hören Sie mich? Ich höre Sie ja. Ich heiße Helen Schulz. Sie haben eine Anfrage hinterlassen auf der Webseite CryptoGenius. Wen wollen Sie denn sprechen? Hier wohnen mehrere Personen. Bitte? Ich höre Ihnen ein bisschen schlecht. Ja, da kann ich ja nichts für. Wen wollen Sie sprechen? Ja, Sie sind auf dem Weg, Ihr Handelskonto zu aktivieren. Wen wollen Sie denn sprechen? Hallo? Hallo, guten Tag. Guten Bin Tag. ich richtig bei den Herrn Stecken? Ja, ist richtig. Bei den Herrn Reinhardt, also Hart reinstecken? Was wollen Sie? Also bin ich richtig bei den Hart reinstecken? Nee. Sie sind doch der Herr Hart reinstecken, oder nicht? Haben Sie sonst noch Probleme? Nee, ich. Also heutzutage darf man ja sich jeden Namen anlegen lassen, beziehungsweise den Elternteilen steht es natürlich frei, seinen Sohn so zu benennen, wie die das möchten. Also ich habe da diesbezüglich wirklich überhaupt gar keine Ängste oder so, Berührungsängste, um Gottes Willen. Ja und? Was wollen Sie jetzt? Also, sind Sie denn der Hart reinstecken? Jetzt wollen Sie doch erstmal sagen, was Sie wollen. Ich Ja, weiß schon, aber was Sie sagen Sie mir wollen. doch bitte, ob ich, Ich weiß ja, schon, was Sie aber sagen wollen. Sie mir doch bitte Ich zuerst, weiß ob schon, ich was Sie wollen. richtig bin bei den Hart reinstecken. Das habe ich schon mehrfach gesagt. Hallo Scammer! Hallo Scammer! Und? Willst du noch was sagen? Dass du wieder Ja, schön auf ich YouTube grüße kommst? Sie. Hallo? Hallo? Hallo, schönen guten Tag. Guten Tag, Guten Sarah Tag. Schmidt spricht hier von Finanzbörse. Spreche ich mit Ihr Dusterdeck? Da bin ich ja richtig, ja? Ja, das ist richtig. Wie geht es Ihnen als erstes? Alles gut bei Ihnen? Ja, alles gut. Freut mich, sehr gut. Herr Dr. Dick, ich kontaktiere Sie wegen Ihrer Registrierung gerade. Ja, Sie haben Interesse geäußert, auf dem Finanzmarkt zu handeln, richtig, ja? Das ist richtig, ja. Und schon ist sie raus. Hallo? Können Sie mich hören? Hallo? Ja, warum haben Sie denn Ja. aufgelegt? Oder Sie haben es. Nee, ich habe Oder nicht die Werbung sogar weg. aufgelegt. Na, ich Bitte? auch nicht, natürlich. Ich auch nicht, ich war beim Gespräch. Ja, Also, ich ja auch. Warum sollte ich dann auflegen? es kann sein, dass die Verbindung weg war, ja? Von wo aus rufen Sie denn an, wenn Sie so eine schlechte Verbindung haben? Vom London. Vom London. Aber normalerweise ganz genau. Hier ist es, Sie haben sich gerade bei Also uns ich, registriert, Augenblick mal, richtig? ich sehe gerade Ja. Ihre Telefonnummer, Sie rufen aus Belgien an. Also ich kontaktiere Sie jetzt gerade von Internetlinie an, ja. Also das benutzen wir immer, ja, weil in weltweiter. Hallo? Hallo, guten Tag. Habe ich Herr Heinrich bei Telefon erreicht? Bitte, wen wollen Sie sprechen? Habe ich Herr Heinrich? Ja, Heinrich ist mein Vorname. Ich möchte bitte mit Alles dem klar. Nach. Wir kennen uns doch nicht, deswegen möchte ich mit dem Nachnamen angesprochen werden. Alles klar, habe ich Herr Rüthmüll bei Telefon erreicht? Welchen Nachnamen haben Sie da? Rüthmüll. Rute Müller. Ah, alles klar, tut mir Können Sie sehr nicht gut leid. lesen? Ich kann schon gut lesen. Ah ja, okay. Merkt man, okay. Alles klar.
Alles klar, schön, dass Sie erreicht haben. Hier spricht Emily Schutz bei Telefon. Ich rufe Sie von Algo Estrada's Firma. Es geht kurz über den Handelskonto, die Sie gemacht haben. Und deswegen möchte ich euch fragen, ob Sie interessiert sind über Online-Handel. Welche euch denn? Ich möchte euch fragen. Also ich möchte Sie fragen. Wer ist denn euch? Wen fragen Sie denn noch? Wenn Sie euch sagen möchte, will, fragen Sie ja mehrere Leute. Ich möchte Sie fragen, ach ob so. Sie, ja, ich möchte Sie fragen, ob Sie interessiert sind, mit uns online zu handeln. Das kann durchaus sein. Das weiß ich noch nicht genau, weil ich weiß über Ihre Firma doch noch gar nichts. Alles klar. Ich werde euch, ich werde Sie Ihnen eine E-Mail schicken. In diesem Fall. Ja, ich werde Ihnen in diesem Fall also eine E-Mail schicken über unsere Firma, damit Sie sich informieren können und mal nachsehen, ob Sie online handeln möchten. Ja, Sie können mir doch erstmal was über Ihre Firma sagen. Ist doch viel einfacher. Ja, ich bin nicht hier, damit ich euch über unsere Firma erzählen kann. Sondern das wofür sind Sie dann da? Ich muss euch nur anrufen. Euch? Und wieso euch? Ich muss Sie anrufen und ein Angebot machen. Die andere Arbeit macht mein Finanzexperte. Ja gut, aber ohne dass ich irgendwas weiß, werde ich sicherlich irgendwo nicht investieren. Ich muss ja erstmal was über die Firma wissen. Und Sie rufen mich an und können gar nichts über Ihre Firma sagen. Was erwarten Sie dann jetzt von mir? Ja, bitte. Hallo. Hallo, Reinhard. Wen wollen Sie sprechen? Chris am Apparat von Bitcoin System. Ja, wen wollen Sie sprechen? Mit Reinhard Stecken. Ja, das bin ich. Okay, Sie haben ein Konto bei uns erstellt für unsere Bitcoin-automatische System. Wann war das? Vor ein paar Monaten. Ach, und da melden Sie sich jetzt schon? Wir haben Sie angerufen, aber Sie haben nicht geantwortet. Das wäre mir neu. Ich habe immer einen Anrufbeantworter dran. Okay, sind Sie interessiert, Ihr Konto zu aktivieren? Ja, es kommt ja darauf an. Welche Firma war das jetzt? Sigma.com. Aha. Sagt mir so gar nichts. Okay, schönen Tag noch. Herr Stecken. Tschüss. Ja, tschüss. Hallo? Guten Tag, mein Name ist Leon Koch. Ich begrüße Sie, haben sich gerade bei uns. Ja, guten Tag. Sie haben sich gerade bei uns registriert für das automatisierte Handeln. Herzlich willkommen. Ich habe mich auf mehreren Seiten registriert. Welches ist denn Ihre jetzt? Ich bin jetzt von eSmart Invest. Ich weiß nicht, ob Sie da eine E-Mail von uns erhalten haben, eine automatisierte. Ich sind über eine nicht. Werbung bei uns reingekommen. Es geht um die Handelssoftware, die automatisiert handelt. Weiß nicht, wo haben Sie sich denn noch registriert? Auch ja. Für automatisiertes Trading? Ja, mehrfach. Ah, okay. Also bei uns ist das so, läuft automatisiert eine Handelssoftware. 250 Euro ist das Startkapital, 50 kriegen Sie von uns obendrauf. Das heißt, Sie werden mit 300 Euro dann in den Handel starten. Na? Ja. Ja. Genau. Haben Sie Fragen zur Handelssoftware, wie die läuft mit den Algorithmen? Ja, oder ist das Prinzip soweit klar? Erstmal möchte ich was über Ihre Firma wissen. Ja. Genau. Was wollen Sie denn über meine Firma wissen, wo ich arbeite? Wo ist der Sitz dieser Firma? Genau. Hauptsitz also ist in Wien. Wir haben aber Standorte auch in Deutschland und in der Schweiz, sowie auch in Litauen und sitzen auch noch in anderen Ländern, Ungarn ja, und so weiter. Mich interessiert ja erstmal, wenn ich mit einer als Investor mich mit einer Firma verbinden möchte, möchte ich natürlich wissen, wo der Hauptsitz ist, der rechtliche Sitz. Genau, der Hauptsitz und Gerichtsstand ist in Wien. Ist in Wien, genau. Okay. Und ja. Ich sehe gerade, Sie rufen mit einer 44er-Nummer an, das ist doch England. Warum rufen Sie? Genau, weil wir mehrere Standorte haben. Und bei uns ist das so, im Outbound, wir arbeiten mit einer Internettelefonie und sind dann über andere Standorte teilweise eingewählt. Ja, das ist aber in Deutschland schon verboten.
Wir sitzen ja nicht in Deutschland im Hauptsitz, ja, hatte ich Sie Ihnen ja gesagt. In Deutschland an. Ja, ich glaube, wollen Sie denn handeln oder was, ja, natürlich, was wollen Sie jetzt? Ich möchte nur gerne wissen, mit wem ich es zu tun habe. Ist das zu viel verlangt? Genau. Ist nicht so viel verlangt, aber Sie wären ziemlich merkwürdig gerade. Deswegen frage ich nur mal nach. Ist es merkwürdig, wenn ich wissen möchte, mit wem ich was zu tun habe? Mit wem spreche ich denn überhaupt? Wo kommen Sie denn überhaupt her? Ja, das steht doch in der Anmeldung. Also mögen Sie mir nicht verraten. Wieso? Sie haben doch meinen Namen. Aus Datenschutzgründen möchte ich gerne mal wissen, mit wem ich jetzt spreche. Ja, aus Datenschutzgründen sage ich den am Telefon nicht. Sie haben meine sagen Anmeldung am Telefon da. Nicht. Sie haben meine Anmeldung da und wenn Sie, ich weiß ja gar nicht, ob können Sie... Können Sie mal ins Knie stecken, naja, Mistgeburt. Schon haben wir wieder einen Betrüger. Schon wieder einen Betrüger, ja. Und Sie haben auch schon mehrmals wieder telefoniert miteinander. So einfach ist das, ich lache euch dumm. Sie haben schon mehrmals telefoniert miteinander. Ich lache euch aus, genau Ihre gleiche Art habe ich schon. Und dass Sie sich mehrfach registrieren, kennen wir alle schon. Hervorragend, ein dummer Betrüger. Na, und wie viel hat man Ihnen abgezockt? Sie sind perfekt. Ein perfekter Betrüger, ganz dumm. Genau, wie und immer. Können Sie ja wieder auf YouTube hochladen. Ja, natürlich, selbstverständlich. Na, du kleine Missgeburt. Ist das geil. Er wird beleidigt, wie immer. Hallo? Petersen, sprechen mit Herrn Rutemüller. Ja. Sie haben sich hier registriert für das automatisierte Handeln. Herzlich willkommen bei uns. Ja. Ich bin vom Aktivierungssupport, würde Sie gerne unterstützen, Ihr Handelskonto zu aktivieren. 250 Euro ist das Startkapital, das wissen Sie, oder? Ja, von welcher Handelsplattform jetzt? Von eSmart Invest. Ich habe hier eine Registrierung auf unserer Handelsplattform. Ah ja. Genau, ich rufe an vom Kundenservice hier. Ja, hallo. Brauchen Sie Unterstützung bei der Aktivierung? Oder ist soweit alles klar? Weiß ich noch nicht. Wissen Sie noch nicht? Nee. Das heißt, Sie haben sich bei mehreren registriert? Richtig. Und Sie wissen sich nicht mehr, wo Sie sich registriert haben? Das ist ja peinlich. Nee, das ist nicht peinlich. Bei Ihnen Sie müssen ja wissen, schon, wo Sie sich registriert. Sie müssen ja schon wissen, wo Sie sich registriert. Das weiß ich. Sehr komisch. Ich habe hier eine gmx.de E-Mail-Adresse. Dann habe ich wohl mich wo verwählt. Wo haben Sie die denn gekauft? Wo ich die gekauft habe? Bei deiner Mama. Ah, da ist er wieder. Na du Spinner, gibst du es immer Na, noch du nicht Spinner? Auf? Du kleine Hurensohn, du kleiner Betrüger. Hallo? Hallo, guten Tag, Herr Jaschim. Wie geht es denn erst einmal? Alles in Ordnung? Wen wollen Sie sprechen? Mein Name ist James Rosenthal. Ich kontaktiere Sie von der Firma Getre. Ich habe gesehen, dass Sie... Und wen wollen Sie sprechen? Herr Yashim. Wer bitte? Herr Yashim Ringbackenbergheimer. Ist das richtig? Nee, also Yashim? Okay. Yashim. Lesen Sie doch mal, für welcher Name steht denn da bei Ihnen? Wie nochmal? Welcher Name steht denn da bei Ihnen? Ja, Yashim steht. Yashim? Nee. Ja. Okay, und wie heißen Sie, wenn kann ich fragen? Bitte? Wer wie sind heißen Sie überhaupt? Sie, wenn Weswegen rufen Sie überhaupt an? Offensichtlich wollen Sie mich gar nicht sprechen. Sie sprechen ja meinen Namen gar nicht aus. Sprechen Sie kein Deutsch? Okay, Ich spreche Chinesisch jetzt oder wie? Sprechen Sie nicht. Verstehen Sie, ja noch Sie gar nicht oder was? Ja, Sie sprechen kein Deutsch, weil Sie können ja noch nicht mal deutsche Namen vorlesen. Wie ist denn mein Nachname? Lesen Sie mal vor. Meine Nachname, meinen Sie? Mein Nachname ist Rostentroder. Mein Nachname. Versteht Sie? Sie verstehen ja nicht mal, was ich sage. Hallo? Hallo? Ja, hallo, guten Tag. Am Apparatleitender Berater Michael Kowalski. Wer bitte? Am Apparatsleitender Berater Michael Kowalski, es geht um die Kryptowährungen, Bitcoin. Ein leitender Berater? Von was denn? Ja, leitender Berater Michael Kowalski, es geht um die Kryptowährungeninvestitionen. Wo leiten Sie denn eine Beratung? Nochmal?
Wo leiten Sie denn die Beratung? Legen Sie auf, gerade. Gehen Sie mich auf die Nerven, ja? Sie haben mich doch angerufen. Legen Sie auf. Leg du doch auf. Nicht du. Leg Sie doch auf. Benimm dich gut, okay? Benimm dich gut. Ah, ein Betrüger. Du bist Betrüger, also. Ich lach dich aus.